Meine lieben Freundinnen und Freunde, ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Ich stehe zum ersten Mal hier und spreche mit dieser Art Stimmverstärkung zu euch. Ich möchte auch, wie meine Vorrednerin, an den jungen Mann anschließen, der zuvor sprach und uns viel dargelegt hat betreffend die Glaubenslehre in der Nachfolge Joshua ben Josefs, auch als der Gesalbte bezeichnet. Das sogenannte Christentum. Viel zu sagen habe ich dazu nicht. Aber aufmerksam machen möchte ich euch auf eine wichtige und sehr beregende Tatsache, nämlich, dass aus dem Christentum im 17. Jahrhundert eine Splittergruppe hervorgegangen ist, die nach meiner Überzeugung fast alles, was zum Wertvollsten in dieser Glaubenslehre gehört, in reiner Gestalt hochhält. Das sind die ursprünglich in England entstandenen Quäker. Das kommt nicht von Deutsch quäken oder quaken, sondern von Englisch to quake, bedeutet zittern. Ihr kennt vielleicht das Wort Earthquake. Benannt wurden sie zuerst in spöttischer Absicht danach, dass sie tief bewegt von ihrer Innerlichkeit bei den gemeinsamen schweigsamen Andachten nämlich ins Zittern gerieten. Wie war die Welt, in der diese Gruppe sich zuerst zusammenfand? Es war das England des 17. Jahrhunderts, eine Welt versunken in einem fürchterlichen Bürgerkrieg, der jeden zu Stellungnahmen zwang, die ihn schon kurze Zeit später das Leben kosten konnten. In dieser von Gewalt zerfleischten Welt trat ein, ich glaube, es war im bürgerlichen Leben ein Schuster, George Fox, auf und gründete diese Gruppe. Sie nennen sich die Freunde, mehr nicht. Und sehr bald entwickelte sich daraus sogar eine Gemeinschaft, die selbst auf jedwede Lehrmeinung als Band der Gruppe verzichtete. Man könnte auch mit einem Fremdwort sagen, adogmatisch. Diese Quäker, das ist jetzt für euch das Interessante, scharen sich nur um vier Grundsätze. Ich nenne sie euch jetzt. Diese vier Grundsätze sind vollkommene und ausnahmslose Friedfertigkeit. Auch Kinder kriegen keinen Klaps, egal was sie machen. Die zweite ihrer vier Säulen ist die Wahrhaftigkeit. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Und so wie mein lieber Freund Ossi heute Nachmittag mir auch erklärt hat, dieser Gedanke war mir selber schon gekommen, aber er hat ihn in großer Klarheit ausgesprochen, ist es ja so, dass so wie wir uns darin üben, mit anderen zu sprechen, wir auch in unserer inneren Zwiesprache mit uns selbst sprechen. Wir tun also lediglich uns selbst eine unverzichtbare Gunst an, auf die wir nicht verzichten wollten, wenn wir uns strengstens darin üben, nur die Wahrheit zu sagen. Im äußersten Fall darf man ja vielleicht mal schweigen, aber man sollte es doch hinbekommen, immer die Wahrheit zu sagen. Die dritte Säule ist die vollkommene Gleichberechtigung. Das impliziert, das beinhaltet, bringt mit sich, dass man auch Kinder so schätzt wie Erwachsene, dass die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern schon im 17. Jahrhundert in dieser Gruppe völlig verwirklicht war. Es bedeutet aber auch, dass die Anhänger anderer Glaubenslehren nicht nach ihren äußerlichen Dogmen, sondern nach, so nennen sie es, dem von Gott in jedem Menschen beurteilt werden. An das wendet man sich. Darum sind arm und reich, alt und jung, Kinder und Erwachsene, Fremdgläubige und Leute aus der eigenen Herkunft und Lehre, aus dem, was man kennt, der sogenannten Tradition, gleichberechtigt. Gleichberechtigt aber auch die Missetäter, ebenso wie die Wohltuenden, wie die Wohltäter. Schon ganz von Anfang an gingen viele Quäker in die Gefängnisse ihrer Zeitgenossen. Auch heute tun sie das selbst in Gefängnisse, in denen furchtbare Verüber von furchtbaren Gewaltverbrechen eingesperrt sitzen. Da gehen sie hin und leisten diesen Menschen Seelsorge, trösten sie, ermuntern sie, sofern es bei ihren teilweise
unverbesserlichen kindlichen Prägung noch möglich ist, sich im Rahmen des Gegebenen vielleicht sogar weiterzuentwickeln. Also wir haben jetzt drei Säulen genannt. Vollkommenste Friedfertigkeit. Vollkommenste Wahrhaftigkeit. Vollkommenste Gleichberechtigung. Alles dessen, was Menschenantlitz trägt. Und vielleicht will man es sogar auf die Tiere ausweiten. Ich bemühe mich darum, keine Tiere mehr zu essen. Die vierte Säule der Quäker ist die Schlichtheit. Ich nenne sie an letzter Stelle vielleicht nicht, weil sie am wenigsten wichtig wäre, sondern weil ich persönlich meinem Entwicklungsgang entsprechend damit noch Schwierigkeiten habe. Ich bin ein Freund der Kunst und der darbietenden Künstler und so. Aber die ursprüngliche Gruppe glaubte wahrscheinlich, Schlichtheit fordern zu müssen, damit die anderen drei Grundsätze nicht von Schwulst überwuchert werden. Ich habe eine sehr gespaltene Beziehung zu den Lehren Joshua ben Josephs, also Jesus nennt man ihn nach seiner griechischen Bezeichnung, obwohl er ja Aramäisch sprach und auch Galiläer war, ob das nun ein jüdischer Stamm war oder vielleicht ein nicht-jüdischer Stamm, da gibt es auch eine Meinungsverschiedenheit. Ich bin nicht getauft, habe aber Respekt vor einer großen Menge der im Neuen Testament niedergelegten Lehren. Ich möchte aber auch nicht verhehlen, dass jeder sich nach meiner Überzeugung aufgefordert fühlen muss, die nicht tragbaren und vielleicht hineingeschmuggelten oder auch auf damaligen Irrtümern fußenden Lehren des insbesondere Neuen Testaments, des Neuen Bundes, abzusondern. Dazu ist jeder aufgefordert. Denn das Christentum ist nach meiner Überzeugung nicht im Block etwas Gutes. Man kann, schlagt beispielsweise nach, das Gleichnis vom ungerechten Gutsverwalter, nachzeichnen, wie offenbar verschiedene Schreiber, Hände, ein Gleichnis Joshuas, also Jesus, zwar verzeichnet haben, dann kommt ein anderer, erklärt das gerade Gegenteil von dem Gemeinden zur Moral von der Geschichte, dann kommt wieder jemand, erklärt das, was darüber steht und so weiter. Leute, bitte denkt selbst, überlegt, ob diese vier Säulen nicht verdienen, sehr ernst genommen, vielleicht fürs persönliche Leben von euch angenommen zu werden. Aber entwickelt euch jeder eurer Individualität, eurer Herkunft, eurer Muttersprache. Das sind teilweise Dinge, die man auch nicht einfach verwischen kann. Entwickelt euch eurer eigenen Individualität, eurer Persönlichkeit, eurer Anlage, eurer Tradition, eurem Elternhaus entsprechend. In gutem Sinne weiter, tragt zur Mannigfaltigkeit der Welt, unserer eigenen Gesellschaft und auch zur Vielheit der Gesellschaften in der Welt bei. Ich darf zum Schluss vielleicht sagen, dass nach meiner Überzeugung dazu selbstverständlich als unveräußerliches Bestandstück gehören müsste, dass wir aus allen Militärbündnissen austreten, die sich in die internen Angelegenheiten fremder Länder einmischen, dass wir eine vollkommene Lohngleichheit zwischen Mann und Frau herstellen müssen, dass Mütter, die nicht ins sogenannte Erwerbsleben eingebunden sind, auch bei Erreichen des Altersruhestandes auf staatliche Unterstützung müssten zählen können. Andere Redner werden viele andere gute Beispiele oder Anstöße wissen. Ich möchte das hier nur angeregt haben. Also vier Säulen: Friedfertigkeit, Wahrhaftigkeit, Gleichberechtigung und allenfalls Schlichtheit. Diese Quäkergruppe trifft sich auch in Hamburg jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat. Bei der U3-Haltestelle Habichtstraße, Thilo 22, das ist das Gemeindehaus der nebenanliegenden Kirche. Da predigt niemand, keiner weiß es besser als der andere. Oft sitzt man nur eine Stunde, so ist die Tradition, beisammen und geht in sich. Manchmal fühlt sich aber auch jemand wie von einer inneren Stimme angeredet und bricht dann mit etwas, das ihn persönlich oder auch im universalen Maßstab betrifft, hervor. Seid eingeladen, ich bin da kein Mitglied, ich erzähle euch das nur, weil ich deren Übungen und deren Tradition bewundere. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass wir im hölderlinschen Sinne ein Gespräch bleiben und uns noch viel Konstruktives zu sagen haben, um dann auch konstruktiv tätig zu werden in der Welt, die wir gemeinsam verantworten.